Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Solltet ihr neu auf diesem Kanal sein, auch herzlich willkommen. Wenn euch die Rezepte zusagen und die Videos gefallen, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr den Kanal abonniert und die kleine Glocke aktiviert, verpasst ihr auch keine Folgen mehr. Heute machen wir etwas Ungarisches. Wir machen nämlich eine Scherboschnitte. Die ist so berühmt ungefähr wie in Österreich die Sachertorte oder der Apfelstrudel. Jeder mag's, jeder kennt's und bei den meisten Familien darf sie zu Ostern oder zu Weihnachten nicht fehlen. Schauen wir mal zu den Zutaten. Alles, was wir brauchen für unser ungarisches Projekt, habe ich bereits vorbereitet. Die Zutaten im Schnelldurchlauf sind für den Teig Mehl, Zucker, etwas Milch, Sauerrahm, Butter, Germ, Dotter, Vanillezucker und Salz. Für die Fülle brauchen wir gemahlene Nüsse, Zucker und Marillenmarmelade. Und obendrauf kommt dann noch eine Schokoglasur. Weiters brauchen wir ein großes Backblech und ein Rollholz. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer am Ende des Videos. Oder besucht bitte unsere Blogseite, da findet ihr all die Rezepte auch in schriftlicher Form. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Und los geht's! Als allererstes werde ich jetzt etwas Zucker in die Milch geben und den Germ da hineinbröseln. Jetzt kann ich eigentlich all die Zutaten in eine Schüssel geben. Salz. Vanillezucker, den restlichen Zucker, die zwei Dotter und den Sauerrahm, die Butterwürfel und dem Germ gebe ich jetzt noch eine Minute Zeit, um sich aufzulösen. So, nach ein paar Minuten ist der Germ auch bereit. Jetzt werde ich die ganzen Zutaten zu einem glatten Teig zusammenkneten. Aber bitte wundert euch nicht, es wird kein gewöhnlicher, fluffiger Germteig. Der wird eher ein kompakter Teig. So, ich knete das jetzt zusammen und dann melde ich mich. So, tada! Der Teig ist fertig und wie ihr seht, er ist kein fluffiger Germteig, eher kompakt. Und der bekommt jetzt ein bisschen Ruhezeit. Nicht viel, aber doch ein bisschen. So, in der Zwischenzeit werden wir unsere Fülle vorbereiten. Diese ungarische Spezialität lebt eigentlich davon, dass die Schichten, also die Teigschichten und die Fülle wirklich schön exakt gleich verteilt sind. Darum werden wir jetzt unsere Fülle, also die Nüsse und den Zucker, einfach vermischen. Und ich werde ja 5 Schichten Teig haben und 4 Schichten Fülle. So, die Nussfülle habe ich jetzt aufgeteilt auf 4. Genau das gleiche mache ich jetzt mit der Marillenmarmelade. So, wie ihr sehen könnt, habe ich die Marillenmarmelade und die Nussfüllung auf 4 aufgeteilt. Jetzt fehlt nur mehr, dass ich den Teig auf 5 teile. Weil ich fange praktisch mit einem Teig an, dann Fülle, Teig, Fülle, Teig, Fülle, Teig. Also die oberste Schicht ist wieder eine Teigschicht. So, wie ihr sehen könnt, jetzt habe ich den Teig auch aufgeteilt. Die Nussfüllung ist bereit. Marmelade ist bereit, das Backblech steht da. Wir können unseren Kuchen zusammenbauen. So, und es funktioniert jetzt so. Ich werde jetzt die Teigkugeln ausrollen auf ungefähr 30 x 30 cm. Und wenn ich dann die richtige Größe erreicht habe, dann gebe ich das jetzt auf mein Backblech.
Und jetzt kommt die erste Marmeladeschicht drauf. Wenn die Marmeladeschicht schön gleichmäßig drauf ist, dann kommen die Nüsse drauf. Was ich euch hier zeigen möchte, das ist jetzt meine zweite Teigschicht. Man kriegt es natürlich nicht hin, dass das auf den Millimeter genau gleich groß ist, aber das macht nichts, weil nach dem Backen und nach dem Auskühlen kann man das wunderbar gerade schneiden, ja? Also, weiter geht's mit Marmelade. Und das mache ich jetzt so lange, bis ich all meine Teigkugeln, all meine abgewogene Marmelade und Nussfülle verbraucht habe. Und wir schließen mit einer Teigschicht ab. So, ich bin jetzt bei meiner letzten Teigschicht dann angelangt und dann habe ich mir gedacht, ich erzähle euch was zu dieser Scherbo-Schnitte. In Ungarn ist die nämlich genauso beliebt wie in Österreich zum Beispiel der Apfelstrudel oder die Sachertorte. In Ungarn sind es eben die Scherbo-Schnitte oder die Esterházy-Torte oder die Dobos-Torte. Übrigens habt ihr schon das Rezept zur Esterházy-Torte gesehen? Ich verlinke es euch rechts oben. Also, jetzt die letzte Teigschicht. Und dann kommt das Ganze in einen heißen, aber nicht zu heißen Backofen, ungefähr 160 Grad, für mindestens 30 bis 40 Minuten. Und dann schauen wir mal nach, wegen der Farbe. Aber es braucht seine Zeit, weil es eben so viele Schichten sind. So, noch etwas zurechtzupfen. Und jetzt, bevor man das in den Backofen gibt, kommt ein ganz wichtiger Schritt. Man nehme so eine kleine Nadel. Und dann wird der Kuchen so richtig durchgelöchert, damit die Dämpfe, die sich beim Backen bilden, entweichen können. Schön durchstechen bis zum Boden. So, und ab in den Backofen. So, der Kuchen ist fertig. Der war jetzt genau 35 Minuten im Backofen. Bei 150, 160 Grad, also nicht zu heiß. Ich gehe dann gerne her und tue das Ganze etwas beschweren, damit ich eine wirklich super ebene Fläche habe dann für die Glasur. Nebenbei habe ich bereits die Schokoglasur über Dampf verrührt. Wir warten jetzt aber, bis der Kuchen komplett auskühlt. Bis später. So, der Kuchen ist jetzt gut ausgekühlt. Es ist Zeit für die Schokoglasur. So, jetzt lassen wir ihn am besten über Nacht komplett durchkühlen. Und dann sehen wir uns beim Anschneiden. Also, bis morgen. Guten Morgen! Über Nacht ist die Schokoglasur schön fest geworden und oh mein Gott, Leute, so schön! Die Randstücke, ja, die sind nicht da. So, ich werde jetzt euch zeigen, was für Stücke in Ungarn in der Konditorei verkauft werden und ich zeige euch auch, wie ich den Kuchen gerne aufschneide. So. Moment, ganz wichtig, ein gut schneidiges Messer.
Und das ist jetzt ungefähr so Konditoreigröße. Schaut mal, wie schön die Schichten zu sehen sind. So, und da seht ihr jetzt, wie ich gerne diese Schervo-Schnitte serviere. In solchen kleinen handlichen Stücken. Die sind auch perfekt als Fingerfood. Kleckern nicht, schmieren nicht. Man kann sie auch gerne als Weihnachtsgebäck einsetzen. Ich hoffe, euch hat das Video über diese ungarische Köstlichkeit gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Kommentar oder ein Like da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!